Hackelt. So, da, da. Und ein neuer Versuch, liebe Leute. Hoffentlich funktioniert es jetzt einmal. Guten Morgen, Engelchen. Oh, das Engelchen, guten Morgen. So, wie schauen wir aus? Leicht hageln tut es immer noch, Markus. Nicht mehr so schlimm wie vorher. Na, so schlimm wie vorher nicht mehr. Aber leicht hageln tut es immer noch. Okay. Auf welche Einstellung bist du beim Euro Truck Simulator? Niedrig. Ich vermute mal mit dem Update, dass die mit dem DLC und so weiter die Systemleistungen, dass du es jetzt einfach mehr brauchst. So, ich stimme da jetzt noch schnell Straßenrad dazu. Ich muss sagen, ich kann es mit dem leichten Hageln jetzt leben. Schauen wir dann. Wenn ich dann einmal auf der Autobahn bin und dann 80er, 90er vor. Gibst du mir bitte einen Wert vom OBS? Was du meinst, die K-Bits? Nein, ich brauche die CPU-Last. 14,3, 16,8, Last. Okay. Also was wir jetzt gemacht ist im Endeffekt ist, 18,9. ja, ist jetzt normal, also bis 25, 30% wirst du jetzt haben. Ja, gut, das Weil ist was wir jetzt mir. gemacht haben, ist, dass wir es jetzt nicht mehr über die GPU, sondern über die CPU rendern. Also praktisch, ich habe jetzt die Streamlast mit den Einstellungen Auf den von der CPU geht. Grafikkarte weggenommen und auf die CPU gelegt. Ja. So. Ist die letzte Alternative jetzt, ne? Ja, natürlich. Ja, Weil man die bin auf Grafikkarte nicht mehr niedrig. leisten kann, dann muss er den Stream umlegen. Ist richtig, ja. So, ich versuche jetzt alles zum Abdrehen, was nur möglich ist. Ja. Nee, wie gesagt, deine 60er, die ist am Limit. Die Ja, es ist ja alles deaktiviert, was nur möglich ist. Also ich kann machen. pfeift praktisch am letzten Loch. Viel anders kann ich das nicht sagen. Fürs normale Spielen wird es noch gehen, aber natürlich Spielen und Streamen, also wenn jetzt praktisch da im Anno, da ist dann Feierabend. Ja, es ist aber wirklich witzig, Na, wenn die ich Grafikkarte ist nicht mehr weit. Markus? ETS, wenn ich LS streame, habe ich die Probleme nicht. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich wird ETS auch die System. Wie gesagt, kam jetzt wieder ein neues Update und. Wie gesagt, die ganze Umgebung, da haben sie ja relativ viel geändert und ich vermute mal, ne? Und wie gesagt, ein paar Flaschenhälse, ne? Zum einen Festplatten, keine SSD. Das heißt, die ganze Umgebung und so weiter, das lädt alles nicht so schnell nach. Punkt A. Punkt B, die Grafikkarte ist am Limit. Und jetzt natürlich spielen und streamen danach auch noch, ist halt dann öher. Ja. Gut. Liegt aber nicht an der CPU, ne? Weil die CPU, die langweilt sich beim Farming Simulator genauso Wer wie eine CPU GTX lang 960, also eine 4 GB. Das ist heute der Blitz mit der heutigen Spieler bis am Limit. ja. Mein CPU langweilt sich zurzeit mit na, das kannst du vergessen.
Gut, dann werden wir da eine Variante B machen, liebe Leute. Ich werde das Ganze auf Video aufnehmen. Weil es geht nicht anders. Livestreaming beim ETS ist leider Gottes nicht möglich bei mir. Da hoffentlich der Satz der Video Encoder. Und da muss ich sagen, sehe ich dann auch schwarz. Oder wir machen es so, ich drehe meinen Stream ab. Und wir machen das Ganze über deinen Stream, Markus. Dass man mich im Prinzip nur im Hintergrund hört. Dass wir in ETS Freitag gemeinsam machen. Was hältst du dir? Ich habe gesagt, das ist dann wurscht, ob es über. Wenn wir das über den Discord.